Es gibt unterschiedliche Entwicklungsstörungen. Es gibt die sogenannten umschriebenen Entwicklungsstörungen. Hier fallen Kinder auf, die zum Beispiel in den Bereichen Motorik, Sprache, soziale, emotionale Entwicklung im Vergleich zu den Kindern in ihrem Alter deutlich verzögert sind. Da kann es unterschiedliche Ursachen geben, die dann bei uns umfassend diagnostiziert und untersucht und auf die Möglichkeiten des Kindes abgestimmt dann behandelt werden. Neben den umschriebenen Entwicklungsstörungen gibt es noch die sogenannten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Das sind dann die Störungen, die in den Bereich der Autismus-Spektrum-Störung fallen. Auch diese Kinder können wir stationär mit ihren Eltern aufnehmen und die Familien in einem Umgang mit diesen besonderen Herausforderungen sowohl für Mutter als auch Kind oder Vater und Kind unterstützen.